auf ein System. Er tradet mittlerweile seit einem Jahr das eine System und deswegen war das Ganze seit einem Jahr traded, weil er einfach verstanden hat, dass das wichtig ist, dass man einen Kurs lange genug folgen muss, damit man dementsprechend einfach erfolgreich wird. Und er das Ganze verstanden hat, wird einfach heute hier sprechen und ist einfach heute auf diesem Call, ist einfach gerade an der Situation, wo er gerade ist und ist er gerade einfach mit seiner Freundin auf spontan, ich weiß nicht, ob er immer noch da ist oder ob er mittlerweile schon wieder in Deutschland ist, einfach auf spontan, einfach mal in Urlaub geflogen. So, sag mal ganz kurz bitte, was das für ein geiles Leben ist, einfach mal spontan sagen zu können, okay, perfekt, gut, ich fliege jetzt einfach mal am Wochenende mit der Freundin runter in den Urlaub. Deswegen, let's go, Leute, drop eine 111 in den Chat für Niklas Geisreit, für den G, the Master, Educator, was auch immer. Hier bei MS3 kennen wir auch diesen Teamcall, deswegen, let's go! Schieß, Mann. Vielen, vielen Dank. Könnt ihr mich gut hören? Erstmal ganz, gib mal kurz ein paar Daumen nach oben, wenn ihr mich gut hört. Sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Erstmal vielen, vielen Dank für das nette Edifying. Ich bin unglaublich pumped, unglaublich gehyped, unglaublich on fire, heute mit Finn hier diesen Call führen zu können. Wird im Grunde genommen ein Trading Basic Call. Ich bin proud zu sagen, dass wir an einem um 20 Uhr an einem Abend 80 Menschen hier sind, 80 Leute, die verstanden haben, weshalb wir hier gestartet sind. Weil jede einzelne Person, die hier auf diesem Call ist, weiß, dass I am Trading repräsentiert. Und unsere Aufgabe ist eigentlich hier mindestens, wir sind damit in einer Gruppe 340 Leute, hier sollten mindestens 250 Leute drin sein. Warum? Weil jede einzelne Person, die hier bei IEM ist, die damit sein Team ist, will Trading lernen, will Trading perfektionieren, implementieren und verstehen. Und ich und Finn sind zwei von ganz vielen weiteren Leuten, die das schon wirklich eine Weile machen. Wir sind beide schon seit über ein Jahr am Start und haben dieses Wissen, welches wir euch mitgeben können und welches wir euch auch mitgeben wollen. Und was ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, heute wird es ein Trading Basic Call geben, sprich es wird um die Grundlagen der Grundlagen gehen. Und hier sind locker von diesen 79 Leuten locker 60, 65 drauf, die das schon tausendmal alles gehört haben. Aber was ganz, ganz wichtig ist für euch, schreibt mit und gebt es an euer Team weiter. Gebt es an eure zukünftigen Teampartner weiter. Gebt es an die Menschen weiter, die das noch nicht wissen. Gebt es an die Leute weiter, die noch nicht an diesem Punkt sind. Warum? Weil wenn ihr lernt, andere zu präsentieren, anderen Leuten das weiterzugeben, werdet ihr automatisch selber wachsen und vorankommen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was denkt ihr, warum ein Michael Nims, ein Andreas Faust, ein Cedric Birbaum so gut sprechen können? Weil sie das tagtäglich an anderen Leuten weitergeben, weil sie tagtäglich einfach dazulernen. Und deswegen werden ich und Finn heute mal auf die Basics eingehen. Wir haben das beide ein bisschen kategoriert in verschiedenen Themen. Und worauf ich als allererstes Thema eingehen möchte, schreibe ich das gerne auf, ist die emotionale Intelligenz. Und das ist jetzt vor allem für alle Personen, die hier relativ neu am Start sind, die jetzt erst hier seit ein paar Tagen am Start sind. Ich weiß, in meinem Team gab es gerade relativ großes Wachstum, deswegen sind hier einige Leute drauf von mir im Team. Grüße geht an die einzelne Person raus, die jetzt hier mit am Start ist, um einfach über die wichtigsten Themen grundlegend zu sprechen. Das erste Thema ist hier emotionale Intelligenz. Weil eine Sache müsst ihr verstehen, emotionale Intelligenz ist das A und O. Und was Master Your Mind, unser zukünftiger Mindset Master Educator immer sagt, ist, dass 20% unseres Handelns, was wir tun, wie wir agieren, ist logisch und 80% ist emotional. Und das ist verdammt, verdammt wichtig zu verstehen, weil wir, wie ihr selber auch alle wisst, sind extrem emotionale Wesen. Was auch wichtig ist zu verstehen, dass der Markt, dass die Trading-Märkte auf drei Indikatoren basieren. So, und die drei Indikatoren, worauf Märkte basieren, sind erstens Wahrscheinlichkeiten, zweitens wiederkehrende Marktbewegungen und drittens die emotionale Intelligenz einer Person. Und wiederkehrende Marktbewegungen resultiert woraus? Aus der emotionalen Intelligenz. Das heißt, ich zeige euch das gerne mal kurz hier am Markt. Einfach mal kurz, Phil, kann man den Markt sehen? Kann man ein bisschen mit Daumen sehen? Wollen wir kurz einen Daumen nach oben? Perfekt, genau. Ihr seht hier am Markt immer wieder Zonen, die oft angetreten. Ich habe jetzt gar nichts vorbereitet in diesem Bereich, aber euch mal ganz kurz zu zeigen. Es gibt immer wieder Zonen, wenn der Markt laden würde, die oft angetestet werden. Hier, ihr seht hier immer wieder, hier diese Zone wird oft angetestet. Ihr seht immer hier, sind verschiedene Dörfer, die oft angetestet werden. Ihr seht immer hier wieder Bereiche, die oft angetestet werden. Das sind alles wiederkehrende und emotionale Bewegungen von Menschen, die in diesen Märkten agieren. Und deswegen ist es verdammt, verdammt wichtig, dass wir als emotionales Wesen lernen, rational zu handeln. Wir müssen lernen, uns an diesen Banken, an diese Bankenschwankungen dran zu hängen oder einfach dran zu orientieren, um eben diese Resultate zu erreichen. Und deswegen, was wir vor allem im Trading lernen müssen, ist es, unsere Emotionen zu kontrollieren. Weil glaubt mir, Trading ist 10% kaufen, 10% verkaufen und 80% warten. 80% warten. Ihr setzt ein Trade und wartet. Geht der hoch, wird er steigen, wird er fallen, buy, sell, long, dies, das, alle möglichen Begriffe haut man hier raus. Und deswegen ist einfach wichtig, eure emotionale Intelligenz unter Kontrolle zu bekommen. Weil ein Michael Nims, ein Andreas Faust, ein Christopher Derrick, ein Manny Coyone, das sind alles Leute, die Erfahrung haben. Das sind alles Menschen, die verdammt, verdammt erfolgreich sind. Warum? Weil sie verstanden haben, wie es ist, mit Geld umzugehen. Weil wir müssen einfach lernen, uns von diesem Geld zu lösen. Deswegen für jede Person, die jetzt neu am Start ist und jetzt aktuell vielleicht auf Echtgeld gerade erst gewechselt ist,
versucht euch von diesem Geld zu trennen. Geht immer mit dem Gedanken rein in den Markt, okay, ich verliere gerade das Geld. Das Geld wird weg sein. Warum? Weil somit entbindet ihr euch, habt ihr diese emotionale Bindung nicht mehr und ihr werdet somit viel gelassener bei einem Verlusttrade oder bei einem Gewinntrade. In jedem einzelnen Trade, den ich reingehe, sage ich mir, okay, hey, ich verliere diesen Trade oder das Geld ist weg. Das sage ich jetzt nicht, um mir das einzureden, sondern um das zu attracten, sondern einfach, um mich auszutricksen, um zu wissen, okay, hey, ich bin jetzt an diesem Punkt, dass wenn das Geld weg ist, habe ich es gewusst und wenn ich doch das Geld verdiene oder gewinne, bin ich happy und freue mich und kann so weitermachen. Es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass ihr euch von diesem, dass dieser emotionale Aspekt, dass ihr das lernen müsst, euch davon zu trennen. Und wie geht es am besten? Vor allem durch Persönlichkeitsentwicklung. Könnt ihr mich gut hören? Finn, hörst du mich gut? Okay, bei Internetverbindung instabil gerade dran stand. Okay, das ist verdammt wichtig durch Persönlichkeitsentwicklung. Viele sagen immer, hey, Persönlichkeitsentwicklung braucht man nur beim Teamaufbau, braucht man nur darum, auch wirklich jetzt hier eine große Organisation aufzubauen. Aber Persönlichkeitsentwicklung ist beim Trading das A und O. Das A und O, dass ihr euch jeden einzelnen Tag persönlich weiterentwickelt. Und dazu zählt auch Go Live. Dazu zählt auch einfach Go Live. Dazu wird Finn nachher noch was sagen, dass es verdammt, verdammt wichtig ist, diese Gewohnheit zu implementieren, jeden Tag Go Live zu schauen. Jeden Tag sich hinzusetzen und deine Daily-To-Dos abzuarbeiten, um wirklich auch ja, persönlich zu wachsen. Würde bei mir im Team gibt es eine Person, Nikolai Kützier, kennen die meisten, P1000, ist ein Typ, der schon seit Monaten jeden Tag Michael Nimm schaut. Also wenn er eine Session raushaut. Immer Michael Nimm schaut, die Recordings anschaut, wirklich da lernt und er wäre niemals an dem Punkt, wo er jetzt ist, wenn er das nicht machen würde, weil er wächst dadurch und deswegen ist einfach wichtig, dass ihr eure Daily-To-Dos abarbeitet und wirklich somit einfach wirklich eine Routine reinbekommt, um einfach wirklich diese Gewohnheiten zu implementieren. Das ist essentiell wichtig, deswegen versucht, fangt an wirklich Go Live zu schauen, fangt wirklich an, das auch umzusetzen. Gilt für alle Neuen. Wenn ihr mit der Academy fertig seid, wendet euch an eure Upline, geht mit der Person verschiedene Educator durch. Wenn ich Personen starte und die sind mit der Academy fertig, schicke ich immer erstmal alle Personen auf Andreas Fauster. Warum? Weil Andreas Fauster ist ein Basic Educator und Andreas Fauster hat 4 essentiell wichtige Videos, wo erstmal das komplette Mindset zum Thema Trading nochmal repräsentiert und erklärt wird. Unter anderem die größten Anfängerfehler, der grüne Weg des Traders, Risikomanagement und Tradingplan. Ich kann das schon auswendig sagen. Diese 4 Videos sind sehr, sehr wichtig und gebt es bitte eurem Team, euren Teampartner weiter, wenn sie mit der Academy fertig sind. Wenn sie dann mit Andreas Fauster fertig sind und sagen, hey, ich habe jetzt das Mindset nochmal aufgefresht und habe jetzt Bock, ein System zu erlernen, dann gebe ich immer 3 Educator an die Hand. Ich beginne mit Michael Nims, Jonas Niermeyer, weil es deutsche Educator sind. Ich denke, viele von euch haben Leute im Team, die nicht so gut Englisch jetzt können. Michael Nims und Jonas Niermeyer. Wenn sich Leute für Krypto beschäftigen, Cedric Bierbaum. Und wenn Leute im englischsprachigen Bereich fit sind, dann auf jeden Fall Christopher Derrick, um das Marktverständnis aufzubauen. Oder Manny Coyonis, Harmonic Educator, nachdem ich schon seit über 10 Monaten trade. Drop mal, wer von euch tradet Manny Coyonis? Würde mich interessieren, drop mal ein paar Eins, wenn hier jemand außer mir noch Manny Coyonis tradet. Würde mich gerade mal unglaublich interessieren, ob ich der Einzige bin, der Harmonics, oder allgemein Harmonics. Gibt es jemand, der Harmonics tradet? Okay, Manny, nice, okay, einige im Start, sehr, sehr geil. Genau, und deswegen ist einfach wichtig, dass wenn ihr das ist einfach euren Teampartner weiterzugeben. Jam auch, der Harmonic Boss, natürlich, man kennt ihn. Nee, verdammt, verdammt geil, dass ihr einfach das implementiert, euren Teampartnern wirklich oder euren Freunden dann so einen Step-by-Step-Plan an die Hand zu geben. Weil glaubt mir, ihr müsst euch für Go-Live-Einarbeitungen, allgemein für Trading-Einarbeiten, genauso viel Zeit nehmen wie für eine Einladung, fürs Edifying, fürs Präsentieren. Schätzt dieses Trading viel mehr. Ich sehe so viele Menschen, die sind noch lange nicht in diesem Punkt, wo sie eigentlich hätten sein können, wenn sie wirklich mal diesen Belief in Trading hätten. Weil bei mir im Team ist Trading oberste Priorität. Geht vor Teamaufbau, geht vor Ranks, sonst geht es einfach darum, in Trading voranzukommen. Und deswegen fangt auch, das in eurem Team umzusetzen. Wirklich, bei Finn Eichel sieht es verdammt gut oder hat er mir oft erzählt, dass er Trading viel mehr implementieren, Produkttrainings macht. Deswegen haben wir das Ganze vor 3 Wochen gemacht, das Produkttraining, dass man da wirklich Trading Calls macht. Deswegen implementiert wirklich dieses Trading bei euch, um einfach selber voranzukommen. Und das ist eben somit auch die emotionale Intelligenz, Disziplin und Persönlichkeitsentwicklung, dass sich einfach tagtäglich weiterbildet. Ich empfehle euch mal 2 Bücher. Das ist einmal Train Psychologie ist das erste Buch, was ich euch empfehle. Und das zweite Buch ist, die Kontrolle der Marktverläufe. Ich hau euch gerne gleich mal ein paar Links rein. Die Kontrolle der Marktverläufe, das ist Train Psychologie, das sind 2 sehr, sehr wichtige und gute Bücher, die vor allem für die Psychologie im Thema Trading einfach verdammt relevant sind. Weil, wie gesagt, Psychologie ist das A und O. Genau, so viel zur emotionalen Intelligenz.
Zweites Thema, worüber ich gerne sprechen möchte, ist das CRV. Schreibt mal in den Chat, wenn ihr wisst, was ein CRV ist. Ich hoffe, da kommen jetzt 94 Antworten. Was ist ein CRV? Gebt mal gerne da mal kurz Bescheid, wenn ihr wisst, was CRV heißt. So, schau ich mal in den Chat rein. Genau. Konrad sagt es genau. Chancen-Risiko-Verhältnis, Chancen-Risiko-Ratio. Richtig, 200%. Und das ist im Trading die Sache, die ich damals krass fand. Einfach aus dem Grund, weil ihr könnt, ich teste gerne im Markt, das ist halt, was ihr mit eurem Team oder auch Prospects, gibt es Interessenten mit. Durch das CRV, dieses Chancen-Risiko-Verhältnis, könnt ihr so brutal im Trading anrichten. Weil die Sache ist die, ihr könnt, sagen wir mal, ihr habt jetzt hier einen Trade. Ich habe jetzt mal hier kurz was vorbereitet, in Anführungszeichen. Ich habe nichts vorbereitet eigentlich, aber hier, ich bin jetzt hier im Euro-GEP dran. Das ist Währungspaar der Euro-GEP. So, und ich will jetzt hier kaufen. Hier will ich gerade kaufen, in der Long-Position und mache jetzt, sagen wir mal, 80 Pips Take Profit und so, 20 Pips, ja, machen wir 30 Pips SL. So, jetzt habt ihr ein CRV, warte mal, so, ein CRV von 2,87. Sprich, ihr könnt mit diesem Trade 2,87 mal so viel gewinnen, wie ihr verlieren könnt. Und das ist verrückt zu verstehen, weil ihr könnt jetzt hier knapp zweimal 30 Pips Stop-Loss kassieren und nochmal einmal 20 Pips Stop-Loss kassieren und dann einen Trade haben, der 80 Pips in Take-Profit geht und all eure Verluste sind wieder bei Null. Und das ist verrückt zu verstehen, dass wenn ihr mal 3-4 Trades habt, die schlecht sind, die wirklich ins Minus laufen, braucht ihr bei manchen Systemen nur einen oder einen halben Trade und diese kompletten Verluste sind wieder drin. Und das ist verdammt wichtig zu verstehen, dass ihr einfach durchs CRV so krass keine Angst davor haben müsst, Stop-Loss ja ohne Ende zu kassieren. In dem Smart-Money-System, in dem Steady-System, was Phil zum Beispiel tradet, ist es manchmal sogar so, ihr habt einen Stop-Loss von 7 bis 10 Pips und einen Take-Profit von 130, 140 Pips. Das sieht dann ungefähr so aus. Ich zeige dir mal, das sieht ganz lustig aus. Also das ist jetzt kein richtiges Beispiel, aber das sieht dann ungefähr da mal so aus. So sieht das Ganze aus. Das ist euer Stop-Loss und euer Take-Profit. Und ihr habt somit einen CRV von fast 10. Und das ist crazy, weil ihr könnt mit einem Trade, es können 12 Trades kommen, die in Stop-Loss gehen hintereinander, alle 12, immer 13 Pips, 10 Pips Verlust, 10 Pips, 10 Pips, 10 Pips, da muss ein einziger Trade kommen und der schallt rein und der geht auf und das passt und es schießt hoch und euer kompletter Minus, den ihr gemacht habt, ist wieder ein Profit. Und das ist eine Sache, die ich Interessenten, Prospects mitgebe, die noch skeptisch sind. Hey, Trading, zu riskant, hey, Trading, dies, das, CRV, Chancen-Risiko-Verhältnis macht alles im Trading, deswegen versucht immer, ein geiles CRV zu haben. Es gibt Systeme, da hat man ein CRV von 2:1, es gibt Systeme mit 3:1, selbst das ist schon geil, aber versteht es, dass ihr durch das Chancen-Risiko-Verhältnis einfach so viele Möglichkeiten habt, eure Minusse, die ihr mal an einem Tag macht oder an einer Woche macht, in ein, zwei weiteren Tagen wieder reinzuholen. Zu 100%. Es ist sehr, sehr wichtig. Und was ich dabei sehr cool finde, ist, wo man, um das Ganze eben zu dokumentieren, sich einen Account bei MyFXBook zu machen. So, mein Internet ist gerade relativ schlecht. Finn, kannst du mich hören? Perfekt, okay, genau. MyFXBook ist ein Analyseprogramm, wo ihr euren, also MyFX, MYFXBook, MyForexBook, wo ihr euch im Grunde genommen, wo ihr euren MetaTrader verknüpfen könnt. MyFXBook, so, hier, rechne, ihr seht schon alles, Und hier könnt ihr euren MetaTrader verknüpfen und einfach so das Programm zeichnet euch alles ein. Euer CFV, eure Gewinnratio, wie viel Prozent ihr gewonnen habt, wie viel Prozent ihr verloren habt, welche Währungspaare ihr gut tradet, welche nicht so gut sind. Deswegen für jede Person, die ein Echtgeldkonto startet, macht euch hier einen Account von MyFXBook, weil glaubt ihr, nehmt ihr das Ganze auch automatisch noch viel, viel ernster. Nehmt es automatisch viel, viel ernster, wenn ihr noch wirklich ein Analyseprogramm habt, das wirklich hier seht ihr es, euch alles aufzeichnet, dass euch wirklich sagt, hey, okay, hier, mit diesem Währungspaar machst du so und so viel Profits, hast du so eine gute prozentuale Gewinnerquote, dann so viel Tech-Profits machst du, so viel SLs machst du, was machst du nicht so gut. Und deswegen MyFXBook komplett kostenlos hier, ein online automatisiertes Tool für ihre Forex-Trading-Konten. Eine soziale Gemeinschaft, Forex erster seiner Art. Deswegen macht euch da einen Account, habt ihr Finn davon noch gesagt, dass wir euch ansprechen. Ich arbeite damit sehr, sehr stark, um einfach zu sehen, wie auch meine Trefferquote ist, was ich verbessern kann. Und für die Michael Nims kennen, deutsche Educator, Michael Nims wurde erst dann profitabel, als er angefangen hat, dieses Tool zu benutzen. Als er angefangen hat, diese Analyse-Tool zu benutzen. Deswegen fangt es an zu implementieren. Gibt es euren Teampartner weiter, weil das ist einfach verdammt wichtig, seinen ganzen Ablauf zu dokumentieren. Genauso wichtig ist auch, einen Trading-Plan zu haben, das aber dann gleich Finn im zweiten Part ansprechen wird. Genau, so viel eben dazu. Das ist so das zweite Thema, CRV. Das dritte Thema, worüber ich gerne darauf eingehen möchte, ist vor allem mein Thema,
ist das Thema, weshalb ich im Trading profitabel geworden bin. Ich selber bin seit Mai dabei und bin seit Januar profitabel. Ich bin seit Januar an dem Punkt, wo es mir durchs Trading finanziell verdammt gut geht. Und das aus einer einzigen Teilinformation, die ich von John Dollery bekommen habe. John Dollery, Phil, sein Educator zum Beispiel. John Dollery meinte, du wirst, also auf Englisch, ich will es auf Deutsch jetzt sagen, du wirst durch Teilprofite so viel schneller Millionär, wie wenn du einfach deine Trades dauerhaft drin lässt. Und was ich damit meine ist, dass wenn ihr in einem Trade drin seid, mit einer 0,02er Lot, dann empfehle ich euch wirklich, klar, es gibt Systeme, da muss man das drin lassen, dann ist es völlig okay, so wenn das System das sagt, durchlaufen lassen, dann passt es. Aber ich empfehle euch, mit Teilprofite zu arbeiten. Sprich, wenn ihr zum Beispiel mit einer 0,1er Lot tradet und seid 100 Pips im Profit, dann habt ihr 100 Euro. Nee, sorry, anderes Beispiel. Ihr tradet mit einer 0,2er Lot und seid 100 Pips im Profit. So, dann seid ihr 200 Euro im Profit. Was ich ganz gerne mache, ist, nach der Hälfte der Pips 0,1 rauszunehmen, um mir schon mal 50 Euro zu sichern. Und das ist verdammt, oder 100 Euro mehr zu sichern. Deswegen ist es wichtig, mit Teilprofiten zu arbeiten. Weil ihr könnt bei eurem MetaTrader 4, ich zeige euch das gerne, ihr könnt bei eurem MetaTrader 4, hier oben, das ist jetzt ein Demokonto, habe ich extra mal gemacht gerade eben. Genau, hier bin ich gerade mit, so, Phil, kann mich wieder hören? Bin ich wieder back? Okay, sehr gut, sehr gut. Kann man mich auch gut hören? Nikolai, gut hören? Mach mal einen ganz fetten Daumen. Okay, sehr gut, sehr gut. Genau. So, was ich euch zeigen wollte ist, ihr könnt hier bei eurem MetaTrader, ich zeige es mal schnell, bei eurem MetaTrader seht ihr hier oben die Lot. Und ihr könnt hier, wenn ihr auf die Lot klickt, einfach eingeben, wie viel ihr rausgehen wollt. Ich bin zum Beispiel jetzt hier gerade mit einer 0,01er Lot 1,40 Euro im Minus. Und ich könnte hier mit einer 0,02er Lot, 0,03er Lot rausgehen und könnte mir so mit Teilprofite rausnehmen. Das ist ein Demokonto, das ist jetzt Minus gerade, aber ihr arbeitet wirklich mit Teilprofiten. Das ist mit das wichtigste Thema überhaupt, dass ihr einfach niemals dieses Risiko haben müsst, hey, okay, der Trade, ich habe Angst, dass er jetzt in Stop-Loss rattert oder nicht, dass ihr einfach ihr sagt zum Beispiel, hey, ich gehe nach 30 Pips, ich zeige es euch gerne mal, hier, kurzes Beispiel, einfach mal, um es besser zu verstehen, dass ihr einfach sagt, hey, mein Take-Profit, das sind jetzt hier 60 Pips. Das sind 60 Pips. Und ihr sagt euch automatisch in eurem Kopf bewusst, ich sage euch das bewusst, sobald mein Trade 30 Pips im Profit ist, sprich bei der Hälfte, dann könnt ihr die Hälfte oder ein Fünftel, ein Sechstel eurer Lot rausnehmen und habt somit schon Teilprofite gesichert. Ich arbeite nur mit Teilprofite. Only. Manny Quiñones, an dem ich trade, only. Harmonic Trader normalerweise only. Ich arbeite immer nur mit Teilprofiten. Klar, bei der 0,01er Lot geht das nicht, bei der kleinsten Lot ist es unmöglich, aber bei jeder höheren Lot wie 0,01, also 0,02, 0,03, 0,12, würde ich euch empfehlen, euch immer wieder Teilprofite rauszuholen. Weil wer kennt's, der Trade ist ein Profit, auf einmal geht da wieder ein Verlust und dann geht wieder Break-Even, wie auch immer, dann war es mit dem Gewinn. Deswegen fangt an, mit Teilprofiten zu arbeiten. Ich garantiere euch, jede Person, die das Ganze jetzt hier umsetzt und das ist für das System, das valide ist, wird mir danken, weil ihr so viel mehr Profite machen werdet. Zu 100.000%, weil ich arbeite nur damit. Ich arbeite nur damit und mache somit ständig meine Teilprofite. Und glaubt mir, viele Teilprofite summieren sich extrem. Extrem. Es ist crazy. So 30 Euro hier, 50 da, 100 da, 200 da, 1000 da. Es summiert sich krass. Und deswegen arbeitet damit. Es ist ein extrem wichtiger Faktor, um einfach hier auch im Trading Step-by-Step voranzukommen. Habe ich eben von einem 8-Figure John Dollery gelernt. Es war ein einziger Satz, der im Januar mein Trading-Leben verändert hat. Und das ist verrückt. Ein einziger Satz. Davor 7 Monate lang, unprofitabel, plus minus null, ein Satz, alles geändert. Und das ist verrückt. Deswegen arbeite mit Teilprofiten. So, genau, das ist Thema 3. Thema 4, worüber ich sprechen möchte, ist neben Teilprofiten ein ähnliches Thema, und zwar Break-Even. Break-Even, Stop-Profit. Es ist ein sehr, sehr geiles Thema, worüber ich auch sehr viel mit Prospects Interessenten spreche. Einfach, dass wenn ihr ein paar Pips im Profit seid, wenn ihr mal 10, 20 Pips im Profit seid, dass ihr einfach euren Stop-Loss auf euren Entry zieht. Was heißt das? Ich zeige es euch. Sagen wir mal, ihr habt jetzt hier einen Trade mit 60 Pips Take-Profit und ihr habt hier einen Trade mit, ja, sagen wir mal 30 Pips SL. Ich muss mein Bildschirm dafür teilen. So, genau. So, mit, sieht man schon. Genau. Hier 60 Pips Take-Profit, 30 Pips SL. Und ihr sagt euch jetzt, hey, bei meinem System kann man das so machen, dass wenn der Trade nach 15 Pips im Profit ist, nach 15 Pips, hier sagen wir einfach mal hier, ich einfach bei der Linie im Profit ist, dann könnt ihr euren Stop-Loss einfach auf Break-Even ziehen. Zack, und wenn euer Trade dann fällt, fällt er maximal auf euren Einstieg. Das heißt, ihr könnt mit Plus, Minus nur reingehen. Und das ist eine Sache, die ich neben dem CRV meinen Interessenten und Prospects immer zeige. Und das ist die Sache, die meisten Leute closed. Was? Risikofreie Trades? Was?
Es gibt Trades, wo man garantiert nicht verlieren kann. Das macht bei den Leuten Klick. Deswegen Break-Even ist eine verdammt, verdammt wichtige Sache, womit ich auch dauerhaft immer arbeite. Immer, immer, immer. Wenn ich 15 Pips in Profit bin und 20 Pips in Profit bin, weil ich bin Intraday-Trader, ich bin kein Swing oder Scalper, dann tue ich meine Trades auf Break-Even ziehen. Und wie geht es? Ihr geht in euren MetaTrader. So, ihr könnt, das ist jetzt wie gesagt das Demo-Konto, ihr könnt jetzt hier bei der Seite, bei Apple ist es so, ihr könnt hier auf das Plus klicken, nee, auf den Shift klicken. Und dann könnt ihr in eurem Stop-Loss eure Zahl ändern. Ihr könnt hier irgendwas anderes eingeben. Und dann, da gebe ich immer die Zahl vom Entry ein. Und die Zahl vom Entry sieht ihr immer, ist immer die vordere Zahl von der Währung, von Währungspaar. Hier, EURUSD 1.17983. Und diese Zahl gebe ich dann in meinen Stop-Loss ein. Und dann weiß ich, okay, hey, ich bin 15 Pips in Profit. Was kann passieren? Mein Trade kann maximal hier plus minus 0 gehen. Oder ich kann es unglaublich krassen Take-Profit schießen. Und damit gehe ich dann auch gerne schlafen. Weil ich empfehle euch eine Sache. Ich kriege oft die Frage, hey, Niklas, lässt du deine Trades offen über Nacht? Wie machst du mit deinen Trades über Nacht? Sobald meine Trades einfach risk-free sind, also break-even sind, ich meine Trades über Nacht laufen lassen. Solange meine Trades noch nicht risk-free sind und noch nicht break-even sind, nehme ich meine Trades am Abend davor raus. So, das ist ganz wichtig zu verstehen. Deswegen arbeitet sehr, sehr viel mit High-Profiten, arbeitet mit break-even, weil das eine Sache ist, die euch 200% aufs nächste Level bringen werden kann. So, das ist 200%. Das ist so, wer ist bis dahin, drop mal eine 111, wenn ihr bis dahin mir folgen konnte mit den wichtigen Themen. Und ob ihr selber sagt, hey, die Themen sind essentiell wichtig. Ja, sehr gut, ja. Weil das sind Themen, die habt ihr schon alle gehört. Break-Even, CFV, emotionale Intelligenz, Type-Profit, das hört man oft, 200% hört man das oft. Aber das müsst ihr eurem Team weitergeben können. Ihr müsst es euren Leuten, selbst wenn ihr nur einen Teampartner habt, selbst wenn ihr keinen Teampartner habt, und euer Dad fragt euch, Niklas, was machst du da? Finn, was machst du? Nikolai, Trading? Hey, das ist lustig. Ich sehe genau unter dir gerade einen Florian. Flo und Nikolai, ich sehe euch beide genau untereinander. Florian Kützia, Nikolai Kützia. Das ist auch geil. Freunde, Nikolai Kützia hat seinen Dad gestartet. Den Flo, der hier auch gerade so süß grinst. Und Flo, alle, die Flo kennen, drop mal bitte eine 222 für Flo in den Chat, weil ich finde das einfach cool. Ich finde es einfach cool. Flo wahrscheinlich mit einer der Ältesten hier im Call, aber auch mit einer der Profitabelsten. 200%. Und ist halt nicht mal allzu langer Zeit am Start. Das ist eine verdammt, verdammt coole Sache. Und deswegen, so wenn selbst mal eure Freunde, die Skeptischen fragen, wenn eure Eltern fragen, und dann könnt ihr mit CRV, mit High-Profit, mit Break-Even argumentieren, dann kommt es einfach so viel geiler, kommt es so viel besser und das ist einfach eine verdammt, verdammt lässige Sache. Und jetzt noch zwei Sachen, worauf ich eingehen möchte. Eine Sache ist vor allem die Trading-Ideengruppe, in der wir alle gejoint worden sind. Eine Trading-Ideengruppe, die wir alle kennenlernen durften, hier diese Trading-Ideengruppe mit 683 Leute, wo 7 profitable Trader ihre Trading-Ideen ab und zu reinschicken. Und zu dieser Gruppe kriege ich auch oft die Nachrichten, hey Niklas, die Gruppe, gibt schon viele SLs, hey Niklas, da sind echt nur wenige TPs dabei, ihr müsst eine Sache verstehen. Wir sind 7 Jungs, ich bin auch einer davon, die eine von vielen Trading-Ideen am Tag da reinschicken, weil wir können hier keine 40, 50 Trading-Ideen reinschicken, weil das würde überfordern. Und ihr müsst verstehen, dass es gibt Tage, wo auch wir mal Verluste machen, 200%. Es gibt Phasen, die besser sind, die schlechter sind. Aber das sind alles Trading-Ideen, die ihr nicht nur maßlos und dumm kopieren sollt, sondern bei dieser Gruppe geht es darum, zu kopieren, Copy and Paste, klar, aber auch darum, wirklich zu verstehen, was wir hier machen. Zu jedem einzelnen Trade geben wir uns Mühe, machen hier eine Beschreibung, erklären, was wir machen. Und ich empfehle immer, wenn dieser Trade gerade in euer System passt, wenn zum Beispiel jetzt hier jemand Harmonic tradet und sagt, hey, EURUSD, das Rad Sell, cool, passt, zwei Systeme überschneiden sich, kombiniere ich und kann ich reingehen. Aber wenn ihr zum Beispiel jetzt in eurem System in EURUSD bei drin seid und hier kommt eine Sell-Idee, dann ignoriert diese Idee von diesem profitablen Trader und hört auf euer System. Bleibt euch bitte treu, weil ich sehe viele, die wechseln dann und sagen, hey, okay, der geht jetzt bei, ich gehe Sell, na gut, dann glaube ich ihm eher wie mir, Bullshit. Fangt wirklich an, eurem System zu vertrauen und einfach da wirklich dran zu bleiben. Weil diese Ideengruppe ist vor allem für Leute, die gerade starten, vor allem für Menschen, die gerade mal lernen möchten, wie es eigentlich ist, auf MetaTrader das Ganze einzugeben. Wie gibt man ein SL ein? Wie gibt man ein TP ein? Was ist ein Sell? Was ist ein Buy Limit? Um einfach mal ein bisschen zu erlernen, wie das Ganze ist. Hier zum Beispiel von wem ist der? Von Nico Niederberger, einer der krankesten Typen, die ich überhaupt kennenlernen durfte in diesem Business. EURUSD, schon älterer Trade. Hier, ihr seht hier die Analyse und wisst genau, was er macht. Okay, wenn der Markt jetzt hier hinkommt, zack, wird er fallen.
hier TP, TP2, TP3 und deswegen könnt ihr einfach nachvollziehen, was sie hier machen. Das ist halt eine verdammt geile Sache. Deswegen schätzt diese Ideengruppe. Es wird Wochen geben, ich garantiere es euch, da werden wir 1 bis 2.000 Pips raushauen. Es wird Wochen geben, da werden wir, so wie eventuell vorletzte Woche, auch mal unterm Strich minus 40 Pips sein. Tut uns leid, minus 40 Pips ist die Weltuntergang. So, und das ist halt crazy, weil es wird verdammt, verdammt gute Tage geben. Es wird verdammt, verdammt geile Zeit geben. Und deswegen nutzt die Trading-Ideengruppe nicht nur als, hey, ich habe hier die Ideen, ich kopiere das, sondern nehmt euer System und wenn das Ganze zu euch passt, wenn ihr zum Beispiel dieselbe Trading-Idee habt, wenn ihr sagt, hey, ich hätte genau dasselbe wie Nico gewusst, dann nehmt das Ganze mit und lasst euch bestätigen, dass das Ganze funktioniert. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das wäre so mein vorletzter Punkt gewesen. Mein letzter Punkt, worauf Findest noch mehr eingehen wird, ist nochmal Go Live. So. Und zwar, das ganze Wissen, was ich hier gerade spreche, worüber ich gerade rede, habe ich wirklich von diesem crazy Part von I Am. Und das ist eben Go Live. Und deswegen fangt bitte an, Go Live zu implementieren. Ihr müsst aufstehen und wissen, okay, hey, heute habe ich so Bock, Go Live zu schauen. Go Live gleich Passion. Life muss Leidenschaft werden. Das muss einfach Bock machen. Ihr müsst Spaß daran haben, diesen Leuten zuzuschauen. Einem Michael Nims, einem John Dollery, einem Christopher Derrick, einem Jonas Niemeyer, einer Kimberly Torres, die mittlerweile 85.000 Views pro Woche hat. Das ist crazy. Das ist 85.000 Views pro Woche. Ich schau mal schnell. Ich möchte mal gerne schauen. Das ist echt krass. So, schauen wir mal ganz kurz. Ich stelle jetzt mal vor, wie in einem Fußballstadion. Ihr geht in ein Fußballstadion rein. So, 85.000 Leute rein. Wieder raus, nächste Woche wieder rein. Das ist Woche für Woche für Woche für Woche für Woche. Hier, 85.000. Das ist crazy, Mann. Das ist komplett verrückt. Im spanischen Bereich gab es schon Educator, der hatte schon über 150.000 pro Woche. Deswegen nutzt das Ganze. So, I Am is crazy. Manny auf Platz 4, der klemmt hier langsam hoch. Mein Mann hier, Manny, mein Mann. So, und deswegen bleibt einfach wirklich dran, nutzt das Ganze und gibt das Wissen, was ihr in Go Live habt, einfach weiter. Dieses komplette Wissen, was ihr hier lernt, gibt es an euren Teampartner weiter und empfiehlt auch Sessions. Sagt mal, hey, die Michael-Nimm-Session vor letzte Woche, die war so gut. Schau dir die bitte auch mal an, wiederholt das Ganze. Weil wenn ihr kein Go Live schaut, dann wird, verspreche ich euch, euer Team viel, viel schwieriger im Trading vorankommen. Weil wenn ihr ein Go Live vorangeht und wirklich auch schon ein Team habt, natürlich, wenn ihr kein Team habt, dann ist es was anderes. Aber wenn ihr ein Team habt oder ihr könnt es auch mal in unsere Vision 1000-Gruppe schicken. Allgemein, wenn ihr eine gute Session habt zu Mindset, bei Cedric, bei Andreas Faust, bei Jonas Niemeyer, Michael Nims, bei dem Engländer, schickt das gerne einfach rein und sagt, hey, diese Session war extrem gut, ihr habt mir verdammt gut weitergeholfen und dann schauen wir uns das Ganze an und lernen weiter, wachsen persönlich, entwickeln uns im Thema Disziplin noch weiter und werden noch stärker in der Community. Deswegen fangt an, Go Live zu implementieren, bleibt da wirklich dran. Ich werde mein Palais abgeben an Finn Heiken. Finn Heiken muss ich, denke ich, nicht allzu viel sagen, auch eine absolute Maschine. Eine Person, mit der ich aktuell sehr, sehr viel Kontakt habe. Warum? Weil Finn auch in dem Harmonic Drip reingekommen ist, auch nach dem Harmonic Scanner ein bisschen tradet und wir somit einfach gut in Kontakt sind. Er selber hat diese ganze Idee mit diesem Trading Basic Call auf ihn vorgeschlagen. Deswegen drop ein paar Einsen für Finn. Bro, ich bin extrem, extrem dankbar, dich zwar nicht in meinem Team zu haben, aber dich als Crossline mitzuhaben. Ich sehe in dir sehr, sehr viel von mir. Ich habe so einen relativ ähnlichen Typ, ja. Und deswegen, Bro, werde ich dich mal ganz kurz hier entstummen und dir mal hier den göttlichen Part droppen lassen. So, du bist, ich sehe dich zwar, aber ich weiß nicht, wie ich dich entstummen kann. Teilnehmer mal schnell, genau. Ah, I Am Academy heißt du. Aha, okay, hier. So, Finn, kannst du mich hören? Yes, Bro. Perfekt. Yes. Drop ein paar Fünfen für Finn. Let's go. Ich hoffe, ich kann eigentlich einiges mitgeben. See you at the top, because yes. The button is waiting. Danke, Bro, danke. Und auch nochmal für Niklas, auf jeden Fall was hinterher, weil Niklas hat auch viel dazu beigetragen, dass ich profitabel geworden bin, weil ich einfach auch so viele Fragen immer an ihn gestellt habe, weil ich einfach von seinem Wissen profitieren wollte und ihn einfach immer genervt habe, angerufen habe und viel ausgefragt hat zum Thema Trading, weil ich einfach weiß, dass der Typ übel krank die Ahnung davon hat. Und deswegen, wenn ihr seinen Part gefeiert habt, wenn ihr Value von ihm mitgenommen habt, dann lasst ihn das auf jeden Fall wissen, Digga. Siehst du, die Leute lieben dich, Digga. Und yes, also ich will ganz kurz direkt weitermachen, weil es ist schon, die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten. Und zwar, die Foundation ist eigentlich so, so wichtig, dass wir jeder alle die Foundation drauf haben. Weil am Anfang dachte ich mir so, boah, Trading, du sitzt ja eigentlich nur unter deinem PC und tradest ein bisschen rum. Aber dann ist mir aufgefallen, wie wichtig, doch, was Niklas angesprochen hat, auch trotzdem, dass man selbstbewusst ist, mutig ist und ja, einfach auch persönlich aufs nächste Level kommt. Und deswegen, diese Foundation ist einfach, dass du wirklich die nötige Disziplin hast, Mut hast, Persönlichkeitsentwicklung
Und auch einfach selber eigentlich noch irgendeinen Aufruf, dass du eigentlich diese Initiative für deine Trades ergreifst und nicht einfach mal da einen Trade kopierst, mal da wieder einnimmst. Und das ist halt extrem wichtig. Genau, und da komme ich jetzt schon direkt auf meinen ersten Punkt, und zwar ist der Fokus. Follow one course until success. So diesen one course, das habe ich langsam am Anfang übelst lange einfach missachtet. So, damit meine ich, dass du wirklich dir eine Strategie raussuchst, eine einzige Strategie, die lernst und damit erfolgreich wirst. Und du gibst dir einfach wirklich mal, du suchst dir die Strategie aus, passt es für dich von der Zeit her und gibst dir da dann wirklich mal 2, 3, 4 Monate Zeit, in der du keine anderen Trades mitnimmst, wo du nur deine Strategie auf diesem einen bestimmten Konto machst. Weil bei mir fast so, ich war damals, als ich gestartet bin, ich war wie so eine Bitch, wisst ihr, ich bin dahin, überall einen Trade-Versuch genommen, weil ich einfach das schnelle Geld haben wollte. So, ich wollte, guck mal, 50 Euro machen, um damit ein bisschen zu flexen, am nächsten Tag auch wieder, aber das führt einfach nur zum Konto-Crash, weil ihr einfach euch nichts wirklich beschäftigt oder einfach mal kurz ein paar 50, 60 Euro zu machen, bringt dir nichts, sondern ich persönlich bin hier, langfristig Vermögen aufzubauen und weiß ich nicht, drop mal ein paar Zahlen in den Chat, wenn ihr auch da seid, hier, um langfristig Vermögen aufzubauen und nicht einfach morgen oder übermorgen kurz ein bisschen Geld zu verdienen. Weil dafür sind wir doch alle hier, um langfristig uns was Gescheites aufzubauen. Und deswegen ist es halt wichtig, sich auf eine Sache zu fokussieren und ihr könnt mir vertrauen, es gibt viele Leute, die Profits reinposten auf Instagram vielleicht sogar noch oder auch in die Gruppen oder auch in die I'm Results Gruppe, aber die Leute posten nie was rein, wenn sie Verluste machen. Und zu jeder Trading-Strategie gehört dazu, dass du Verluste machst. Und nur weil jetzt ihr seht, bei I'm Results Gruppe, Niklas hat mal wieder 3 Tage hintereinander irgendwelche Profits reingeschickt, heißt nicht, dass er am 4. Tag auch wieder welche macht. So, deswegen springt er nicht auf einmal auf seine Strategie auf, sondern und am nächsten Tag seht ihr, ey, Phil schickt irgendwelche anderen Profits rein, die vielleicht noch ein bisschen krasser sind, dann geht ihr auf einmal auf seine Strategie und fragt ihn, ey, Phil, wie hast du das gemacht? Das ist einfach so, so wichtig. Als ich das bei mir implementiert habe, als ich dann irgendwann gesagt habe, ich fokussiere mich jetzt nur noch auf die MM-Strategie, da bin ich auf einmal profitabel geworden und konnte mir dadurch dann auch auf meinen Urlaub finanzieren, nur durch Forex. Und deswegen fokussiert euch auf eine Strategie und ihr werdet sehen, ihr werdet damit, wenn ihr das für eine gewisse Zeit macht, werdet ihr immer besser werden und irgendwann damit die Erfolge haben. Der zweite Punkt ist mein Trading-Plan, den ich einmal weitergeben wollte. Und zwar, ich mache es extra langsam, damit ihr mitschreiben könnt, der Trading-Plan von mir hat 3 Schritte. Und zwar der erste Step im Trading-Plan ist, was wollt ihr überhaupt traden? Damit ist gemeint, auf welche Strategie wollt ihr euch fokussieren? Und zweitens, was wollt ihr damit traden? Sind es Forex, ist es Kryptos, Indizes, was auch immer? Deswegen fokussiert euch auf diese Sache und werdet gut darin. Erster Step, was will ich überhaupt traden? Zweiter Step ist, zu welcher Zeit? Ja, auch habe ich am Anfang extrem unterschätzt, dass ich die Zeit, dass ich einfach den ganzen Tag vor Harmonix saß und die ganze Zeit irgendwas rausgesucht habe oder die ganze Zeit vor Trading View saß, sondern aber bis ich von Luke Longmire gelernt habe, dass der zweite Step einer der wichtigsten ist, weil wir machen frei zu werden, so, ne? Finanzielle Freiheit, geografische Freiheit, zeitliche Freiheit. Wenn ich jetzt den ganzen Tag damit verbringe, vor den Charts zu sitzen, dann bin ich ein Sklave von den Charts und das ist ja nicht das Ziel, sondern ich möchte frei sein und deswegen suche ich mir eine Zeit raus, wann ich trade und wenn die Zeit vorbei ist, dann höre ich auch wieder auf. So, weil sonst, wenn ich dann mal einen guten Tag habe, dann denke ich mir so, fuck, ich bin heute so krank, ich kann alle Trades reinsetzen. Irgendwann bin ich dann so euphorisch, werde wieder emotional und mache dann keine guten Analysen mehr. Deswegen die Zeit festlegen und da auch wieder Disziplin haben, aber auch wirklich zu dieser Zeit jeden Tag an den Chart zu gehen und was zu machen. Oder zu dieser Zeit jeden Tag wo live zu schauen, um dann auch den Compound-Effekt zu haben. Und der dritte Step ist, wie viel Prozent Wachstum möchte ich am Tag haben, beziehungsweise kommt auf die Strategie an, wie viel Prozent in der Woche. Und weil wir können niemals an einem Tag 200-300% machen und das auf eine lange Zeitraum. Das geht vielleicht 1-2 Mal, aber die anderen 15 Mal, wo du es probiert hast, hast du deinen Account gecrashed. Weil wenn du 200% machen möchtest, dann musst du auch mindestens 100% riskieren. Wenn du 100% riskierst, ist es einfach nur dämlich. Deswegen halte dich ans Risikomanagement und setze das. Mein Ziel ist es, am Tag 3-4% zu machen. Und das jeden Tag.
Und wenn ich das Ziel erreicht habe, dann höre ich auch wieder auf, weil sonst werde ich auch wieder gierig, dadurch werde ich emotional und mache keine guten Trades. Deswegen erster Step, was will ich überhaupt traden? Darauf dann den kompletten Fokus und darauf wirklich mal gut werden, 2 bis 3 Monate. Das meinte Andreas Forster. Bring dir eine Strategie komplett bei, bis du sie geisteskrank gut drauf hast, 2, 3, 4 Monate. Und dann kannst du mal schauen, andere Sachen, ob du das noch kombinieren kannst. Aber auf einem separaten Konto wieder, damit das, was liegt das eben meinte, mit dem CRV alles perfekt passt. Zweiter Step, zu welcher Zeit möchte ich traden? Da könnt ihr natürlich das am besten anpassen, je nachdem, wie ihr arbeiten müsst, wie euer Studium ist und so weiter. Dass ihr da wirklich jeden Tag die Zeit habt, euch damit zu beschäftigen. Und der dritte Step, wie viel Prozent Wachstum möchte ich machen? Das ist so mein Tradingplan, den ich eigentlich implementiert habe. Und da könnt ihr dann halt noch einen draufsetzen, dass ihr daraus noch einen Trading Journal macht und eure Trades komplett journalt. Weil was Niklas auch eben meinte, mit dem MyFX-Book, seitdem ich auch angefangen habe, meine Trades zu tracken, bin ich auch profitabel geworden, weil ich einfach genau weiß, wo kann ich mich verbessern, was mache ich noch falsch. Und am besten schreibt ihr dann auf, keine Ahnung, Cut JPY, SL 5 Pips, Take Profit 30 Pips, ist in SL gegangen, welche Emotionen hatte ich vor dem Trade, welche Emotionen hatte ich nach dem Trade. Und dass ihr immer wisst, genau, ganz genau, dass ihr euch ständig verbessert. So, weil nur wenn ihr euch ständig verbessert, könnt ihr auch langfristig Erfolge haben. So, und aus euren Fehlern lernen. Aber die Fehler wisst ihr ja nur, wenn ihr sie immer dokumentiert, um die Fehler dann irgendwann nicht mehr zu machen. Und da könnt ihr auf jeden Fall auch mal Phil anschreiben. Sorry, dass ich dich so nötige jetzt. Aber der hat da auf jeden Fall eine PDF, wo das mit dem Trading Journal drin ist. Und der wird die, oder kannst du einfach mal in die Gruppe schicken gleich, Buddy, wo dieses Trading Journal drin ist, was mir auch extrem geholfen hat. Und zu dem Tradingplan nochmal, Nummer 2, ich habe das so gemacht, dass ich jeden Tag 1 Stunde Go Live schaue, immer zur gleichen Zeit, immer um 15 Uhr. Und das Go Live ist einfach so essentiell, weil ihr kennt ja dieses Sprichwort, ihr seid der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen ihr am meisten Zeit verbringt. Und wenn ich jetzt jeden Tag mich mit 1 Stunde mit meinem Educator beschäftige, dann sehe ich, surround ich mich nicht in der Physis mit ihm, aber ich sehe ihn, ich höre ihn jeden Tag wieder zu. Oder 3, 4 Mal die Woche. Das heißt, er wird irgendwann, wenn ich das lang genug mache, wird er zu meinem Average of 5. Und ich fange langsam an, seine Denkmuster zu übernehmen. Und werde dann früher oder später ähnliche Erfolge haben wie er. Und deswegen ist es jeden Tag bei mir auch Go Live drin, Go Live, Go Live, Go Live, Go Live. So, andere schauen Netflix, ich schaue einfach Tradeflix und lerne, wie ich Geld verdiene. Außerdem lernt ihr bei Go Live nicht einfach nur Trading, sondern vor allen Dingen auch das Trading-Mindset. Und wie Niklas auch meinte, 10% ist Skillset und 90% ist Mindset. Und das Mindset kriegt ihr einfach durch Go Live immer wieder vermittelt. Und das bei Go Live sind es Leute, die das nicht seit 6 Monaten profitabel sind, nicht seit 2 Wochen profitabel sind, sondern seit 5, 10 oder 15 Jahren schon traden und damit erfolgreich sind. 6-7 oder 8-Figure-Trader sind. Und wenn ihr das Mindset von diesen 6-7-Figure-Tradern bekommt, das ist einfach nur geisteskrank. Ich finde das einfach so heftig, dass wir von solchen Leuten lernen können. Und deswegen finde ich auch, Go Live ist einfach dieses Herzstück von IM. Und das, was ich am geilsten von IM einfach finde, neben dem Harmonic Scanner natürlich. Und zusätzlich bei Go Live lernt ihr dann einfach noch die Sachen. Zum Beispiel Luke Longmire, das war vor 4 Monaten oder so, oder 5 Monaten, er investiert zum Beispiel in Kryptos und so weiter und hat dann einfach in der Go-Live-Session einfach mal nebenbei erwähnt, so hey, gerade ist es mega interessant, Ripples zu kaufen. Aber da hat er das so ein bisschen analysiert und habe ich mir auch Ripple gekauft und innerhalb von 3 Wochen habe ich einfach das verdoppelt, was ich da investiert hatte. Einfach nur, weil ich einfach konstant Go-Live geschaut habe. Oder zum Beispiel Patrick Kenny habe ich auch lange, schaue ich auch sehr viel. Der erzählt auch sehr viel über Immobilien und so weiter, über generell investieren. Das ist einfach Wissen, was man nebenbei auch einfach noch aufsaugt, was man da durch das Trading-Kapital zusätzlich noch investieren kann, was geisteskrank. Deswegen empfehle ich euch, plant euch, macht euch eine Routine, zieht es 21 Tage lang durch, dann wird es einfacher für euch, jeden Tag 1 Stunde Go Live zu schauen. So, der 4. Punkt ist, dass ihr Withdraws macht. Withdraw heißt einfach, ich mache mir Auszahlungen. So viele sagen ja immer, ja, ich zahle mir nichts aus, bis ich, keine Ahnung, 6 Figures habe. So wird nicht funktionieren. Weil ihr müsst auch verstehen, so erstmal, warum mache ich das überhaupt? Und
Sonst wird es irgendwann alles viel zu virtuell, wenn ihr nicht mal euch irgendwas auszahlt und irgendwas euch davon kauft. So, deswegen empfehle ich euch, ihr macht ein paar Profits und dann zahlt euch einfach doch mal was aus und kauft euch davon, keine Ahnung, ein Brötchen oder irgendwas, so, damit ihr irgendwas Physisches in der Hand habt. Und das gibt euch nochmal einfach einen heftigen Belief, erstmal in euch selber und zweitens in Trading, weil ihr seht, ey, ich habe gerade das habe ich durch mein Smartphone mir gekauft. Das ist einfach geisteskranker Belief. Wenn ihr euch einfach mal was auszahlt und ist einfach ein geiles Gefühl, weil ihr die ganze Zeit ackert und auf einmal zahlt ihr euch was aus und ihr erntet so kleine Lorbeeren, auch wenn es nicht krass viel ist, aber ihr erntet die Lorbeeren und bei Tradehouse machen die das, glaube ich, so sogar, dass die jede Woche sich jeder ein bisschen was auszahlen, weil die halt bei Tradehouse geisteskrank die Produkte studiert haben, deswegen die Leute, da ist Trading auch an oberster Priorität, jeder verdient dadurch Trading Geld direkt, wenn die starten. Und die zahlen sich auch immer wieder was aus. Deswegen sind die Leute so euphorisch, weil die dadurch ihre Rechnungen bezahlen. Und weil die so euphorisch sind, läuft das Network auch direkt wieder viel besser, weil dadurch die Leute denken so, wow, warum bist du so gut drauf? Ja, Smartphone-Money, Digga. genau. Deswegen viertens, Withdraws. Und dann der letzte Punkt, was ich drauf eingehen wollte, ist wiederum die Langfristigkeit, dass ihr das Ganze langfristig seht, weil wenn ihr jetzt mit einem 100-Euro-Konto startet, euer Ziel ist, 3% am Tag zu machen, so, dann macht ihr am Anfang 3 Euro. So, wow, 3 Euro, was soll ich damit machen? Kann ich mir vielleicht einen Kaffee mitkaufen? Aber nichts Besonderes. Und deswegen, ich teile mal ganz kurz auch meinen Bildschirm. Bro, Niklas, kannst du mir kurz Host geben? Yes, eine Sekunde. So, jetzt, let's go. Yes. So. Ich teile mal einmal ganz kurz meinen Bildschirm. Perfekt. Phil, mach mal einen Daumen, wenn du sehen kannst. Perfekt. So, ich habe hier einen Zinseszinsrechner und jetzt ganz, ganz schwache Performance, sage ich einfach mal nur. Ganz schwache Performance. Ich habe jetzt ein 1.000-Euro-Konto. Mach keine Sparrate und mach ungefähr 5% im Monat. Was jetzt nicht besonders viel ist, so, Niklas, weiß ich, dass das sein Tagesziel ist. Aber ich sehe es einfach mal so, dass für einen Anfänger so solide Performance, 5%. Bei der Bank kriegst du ja nicht mal 1% im Jahr, aber 5% im Monat. Und machst das Ganze mal 3 Jahre, 1.000 Euro. So, berechnen. Was kriege ich raus? 4.096 Euro. Ist okay. Ne, für den Einsatz so ein bisschen 5% ist jetzt nicht besonders viel, aber jetzt mache ich mal eine Sparrate von 150 Euro. Sparrate, das heißt, ich packe jeden Monat 150 Euro noch drauf und booste somit das exponentielle Wachstum. Zack, wo komme ich jetzt raus? Bei 16.000. Und das ist einfach dieser Boost vom exponentiellen Wachstum, den ich mit euch zeigen will, weil, wie ihr alle bestimmt wisst, die Subscription im Monat kostet 150 Euro. Ne? Und deswegen, das, was ich gestern auch schon im Call angesprochen habe, baut euch den 2-in-3 auf, weil ihr das Geld wiederum investieren könnt, um euer exponentielles Wachstum zu boosten. Und was ich auch schon meinte, mit 1.000 Euro jetzt zu traden, macht schon ein bisschen mehr Spaß, aber ab 10, 20, 30, 40.000, da fängt es wirklich an, richtig Spaß zu machen. Und da fängt es dann auch an, dass ihr davon komplett leben könnt und auch geil leben könnt. Und deswegen, da kommt ihr nur hin, wenn ihr euer Kapital immer weiter aufstockt, weil ohne zu flippen, wenn du jetzt nicht deinen Account nach oben flippst, so mit Overleveragen und so weiter, ist es sehr schwer, von 100 Euro auf 100.000 zu traden, sondern da gehört so eine geisteskranke Disziplin zu. Und deswegen empfehle ich euch, baut euch einfach den 2-in-3 auf, beschäftigt euch mit den Produkten, werdet profitabel mit einer Strategie und dann könnt ihr ja einfach rausgehen, so, Digga, ich verdiene Geld mit meinem Handy und könnt somit diese 150 Euro, die ihr euch dadurch wieder einspart, zack, auf euren Trading-Account investieren und somit das exponentielle Wachstum geisteskrank hochboosten. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und mache aus den 150 300 Euro. So, ich baue mir den P600 auf. Nehm davon von den 600 Dollar nochmal 150 obendrauf, mach 300 Dollar jeden Monat rein. Was passiert? Ich bin auf einmal schon bei 28.000. So, und das ist die Power beim Trading, wenn ihr, das ist die Power vom exponentiellen Wachstum und von dieser finanziellen Bildung. Und weil ich sage immer, oder Brandon Thompson hat immer gesagt, Trading macht uns reich und Network macht uns wealthy. Das war der letzte Satz von mir.
Hoffentlich konntet ihr auf jeden Fall was mitnehmen von Niklas und mir. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wendet euch an mich, an Niklas, an Phil und an die ganzen anderen Trader. Genau, macht's gut. Do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Walk around like you're brand new. I ain't trying to tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view.